Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Nein, das ist kein Labervideo auf dem Balkon, denn ich habe endlich mein Herzensprojekt finalisiert. Es ist endlich fertig. Nach monatelangem Hin und Her mit Verhandeln wie dort drehen und so drehen und zu dem Zeitpunkt drehen, ist es endlich fertig. Ich wurde dabei auch freundlicherweise unterstützt. Ich war nämlich auf der Alanya Kekobad Universität, das ist die Universität von Alanya, oben in Kestel. Hier kann man übrigens auch studieren und nicht nur sich gut gehen lassen am Strand. Habe ich da drehen dürfen. Ich wurde dabei auch begleitet, dass ich da auch überall Zugriff habe in den einzelnen Bereichen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und ich hoffe, ihr werdet beim Zusehen mindestens genauso viel Spaß haben wie ich beim Drehen, beim Schneiden, beim Hochladen und insgesamt beim Erstellen des Videos hatte. Also, ohne lange drum herum zu reden, wünsche ich euch viel Spaß und schreibt mir dann in die Kommentare, wie ihr dann dieses Video gefunden habt. Also, viel Spaß! In Alanya kann man viel mehr machen als Frauen aufreißen und saufen gehen, nämlich man kann hier auch studieren, dank der Alaaddin Kekobad Universität, auch Alkü genannt. Und die Mila, die wird uns ein bisschen was über die Alkü erzählen. Ja, gerne. Ich mache hier mein Praktikum. Normalerweise studiere ich in Deutschland und ich arbeite hier schon seit 5 Monaten. Und Alkü ist eine hervorragende Universität. Die Universität hat 10 Fakultäten. Wir befinden uns jetzt auf dem größten Campus unserer Universität, aber wir haben auch an der Gazi Pascha haben wir unsere Aerospace Engineering Fakultät. Haben wir auch hier Studenten aus dem Ausland, also außerhalb der Türkei? Ja, wir haben ganz viele Studierende, die vom Anfang an mit uns studieren. Jetzt sind wir in der Türkisch-Schule für ausländische Studierende. Auch haben wir 100 Erasmus-Partner, mehr als 100 Erasmus-Partner und auch davon kommen viele Studierende. Die Türkei hat auch ein eigenes Austauschprogramm, das heißt Mevlana. Und darunter haben wir auch Studenten, die jedes Jahr zu uns kommen. Ja, sehen wir uns die Uni ein bisschen an? Ja, lass uns das machen. Oben Medizin, Medizinfakultät und dahinter Fakultät für Verwaltung und Sozialwissenschaften. Dann haben wir hier eine Moschee und drunter eine Volksschule. Das Gebäude da hinten hier
Da ist, genau, die Mensa. Dann haben wir hier Fakultät für Tourismus. Da vorne haben wir dann noch Cafeteria und soziale Einrichtungen für Studenten. Ja, hier den Bereich eben. Dann haben wir hier noch da eine Sporthalle. Also ziemlich viel zu bieten hier hat die Universität und jetzt sehen wir uns alles da schön nach der Reihe an. Der Hassan, der zeigt uns da die Uni, ne? Do you want to show us the university? Yes, of course. My pleasure. Okay, then let's go. Then let's start. Das Gebäude da vorne ist ein Studentenwohnheim für 1000 Studenten. Und die Wohnheime sind geteilt in Frauenwohnheime und Männerwohnheime. Ich glaube, die da sind für Frauen. Ah, okay. Das heißt, ein Gebäude ist für die Frauen und ein Gebäude ist dann für die Männer. Scheinbar. Scheinbar, okay. Ja, gesittet, ne? Gesittet. Alles schön gesittet hier. Ja. Okay, cool. Also so sieht es hier innen aus an der Uni und das hier ist so ein typisches Klassenzimmer, aber leer. Aber ich sage mal so, gut ausgestattet hier, nur mit einem Whiteboard. Hey, aber stellt euch vor, ihr studiert hier und habt dann diese geile Aussicht beim Studieren. Guckt mal. Hier zum Studieren. Ich setze mich da mal hin. Ja, gemütlich. Ja. Also hier lässt sich definitiv gut studieren. Was haben die hier? The Literary Style of Jane Austen. Ja, cool. Very nice. Das ist die Bildungsfakultät, die Fakultät für Lehramt. Und außerdem ist hier die Tomer-Schule, das ist eine Sprachschule für die türkische Sprache. Und die Studenten, die sich für Alkü bewerben, die aus dem Ausland kommen, die müssen vorhin ein Jahr Türkisch studieren und das machen die in diesem Gebäude. Ah, okay, cool. Also der Kurs, der Türkischkurs ist dann für Studenten. Ja, das ist für die Studenten, aber auch für die Leute, die einfach Türkisch lernen wollen. Das geht auch dann. Das heißt, wenn jetzt jemand einwandert und jetzt sich in Alanya niederlässt und Türkisch lernen will, können die Leute herkommen und Türkisch lernen? Ja, das können die bei uns in Türkiye machen, aber für die Studierenden ist das kostenlos dann. Okay, ja, cool. Also ich kann mir echt vorstellen, dass das Studieren hier Spaß machen würde. Oder macht ja Spaß, oder? Ja, es macht mir Spaß. Hat schon irgendwie so eine eigene Atmosphäre, ne? Ich meine, so zwischen den Bergen und vorne das Meer. Ja, ich sehe von meinem Office das Meer. Also vorhin habe ich es gesehen, jetzt sehe ich die Berge. Ja. Das ist wunderschön. Auch wenn die Moschee sinkt, ist es auch so eine, wie ein Märchen. Übrigens, dieser Mann da, ich hoffe, der wird jetzt kurz Zeit haben, der hat das Ganze hier ermöglicht, der hat mich da dabei unterstützt, dass ich da hier das Ganze drehen darf. Ich begrüße ihn mal. Dankeschön, thank you very much for your support. Okay, nice, nice. Öğretim görevlisi şimdi? Şu an öğretim görevlisi, aynı zamanda rektör hocanın özel kalem müdürü. Ah, okay. Also er ist, also er unterrichtet hier und ist auch gleichzeitig vom Rektor die rechte Hand. So, evet. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Dünyanın her tarafından burada çok fazla misafirimiz var. İnşallah yeni gelecek insanları da bekliyoruz buraya. Çok İnşallah. Kıymetliler bizim için. İnşallah. Sağ ol. Çok teşekkür ederim hocam. Sana da çok teşekkür ediyoruz bu tür etkinliklerde bizle beraber olduğunuz için. Evet, evet. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben gideceğim.
Let's see inside the shops. Ah, okay. Let's ja, see gut. Inside what we have. So, sehen wir uns mal die einzelnen Geschäfte zuerst an. There is a market. Yes, it's market. Yeah. Can you show us the market? For this I have to also, was habe ich auch noch nie gesehen. Ein Supermarkt auf einem Campusgelände. Ja, praktisch, ne? So ein Supermarkt mitten im Campus. Gibt es in Deutschland? Nee, oder? Nein, aber in Deutschland ist die Uni auch nicht im Gebirge. Das stimmt, ja. Kebab. Darf nicht fehlen in der Türkei. Gençler dışarıdan misafir. Kolay gelsin. This is çiğ köfte, but I don't know that in English. Ah, çiğ köfte. Ah, wie. Genau, also das ist Chi-Köfte und manchmal ist das eben aus Bulgur gemacht und manchmal eben aus Hack, also aus Fleisch, muss man dann fragen. Aber es gibt es genauso auch vegetarisch. This office is from Minister of Sport, so the people just doing activities. Also auch das Sportministerium hat hier im Campus einen eigenen Bereich hier. Oh geil, also so einen geilen Pilates habe ich in Alanya nirgends gesehen. Alter, şeytanınız bol olsun artık. Tayyip. İyi, sen ne yapıyorsun? This place is the where students just came on their free time. Yeah. Play a game, chill and just make some meeting. Okay, cool. There is many options here. So, und wir sind jetzt hier vor dem Studentenzentrum. Also hier versammeln sich die Studenten. They are having meeting for this. Okay, let's start with here. This is student center of this university. So here we just organizing the all student societies. We got 55 student society. It's a different topic. It's entrepreneurship, it's a health, many things. Okay, we got many type of student society, and in this place, they got any problem, they will come here, and we just try to solve it. And we just help them, they are organizing, and this is a like station, what they need, and they can find the solution. Das Studentenzentrum ist dazu da, für die neuen Studenten Infos zu bieten, Hilfestellung zu bieten und gleichzeitig auch für die ganzen Studentenvereine ja, das zu organisieren. Also einfach eine Anlaufstelle für alle Studierende. Ja, so ein Studierendensekretariat, sagt man das in Deutsch. Ja, genau, okay. And where is your workplace? Can you show us your workspace? My workspace? Yeah. Okay, I can. Actually, I use this all place, but this place especially is my workplace. Yeah. And you this work is here. My work table, so it's urgent. You're urgent. And it's not urgent. Not urgent. Yeah. It's important and it's not important. Yeah. Yeah, that's my life hack. Okay. I use this and I can do many things at the same time. And this is your batch, right? Yes, this is for me. These are all different activities. These are, for example, the activities. Our students working on these activities here. They think that what we can do on the campus, what we can do for students. And this is my mask. I made it in Italy, in Rome. Oh, yeah. Nice. We were at the other Erasmus KA2 project. What is this here? It's a laundry. It's a free laundry for the people. Is it for free? Yeah, it's for free. How many as they want? Wash? Yes. Okay, cool. Also and das hier ist die Wäscherei für Studenten, wo die einfach dann herkommen und ihre Wäsche waschen, kostenlos. Merhaba, kolay gelsin. Yeah, this is also kind of a social common area for the students. They can play a game, they can study their lessons. And you already recorded, and this is the laundry for them. These were free. You said these all the clothes for the students. They just bring it here and they wash and clean and the laundry and they give it back to them. Yeah, cool. So it's very useful for the students because
in their flats, in their rooms, in their hotels. Yeah. Sometimes they don't have washing machine for the laundry. Yeah, that's true. So that's a really good opportunities for them. Yeah. Because it's easy and useful. So we are also students. And so for free. Yeah, and for free. That's the most important thing for students. That's the most important thing for the students. Ja, und das hier ist dann weiterer so Freizeitbereich hier, wo man auch lernen kann mit Kaffeemaschine und Büchern. Und ja, gehen wir mal dann weiter. Kolay gelsin, teşekkür ederim. Let's go.